Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Eigentlich ist es jetzt ja wieder an der Zeit auszuwürfeln, welche Bücher ich im November lesen werde. Aber weil sich das Jahr so langsam dem Ende zuneigt, werde ich jetzt doch nicht würfeln, sondern mal schauen, welche Bücher von meiner 22 für 2022 Liste noch übrig sind, die ich noch nicht gelesen habe, weil die will ich ja eigentlich noch bis Ende des Jahres schaffen zu lesen. Und es sind noch ein paar Bücher offen. Ich habe mir die ja hier alle aufgeschrieben und mal dann immer sozusagen, ja, in der Art das Cover so grob nach von den Büchern, die ich dann schon gelesen habe. Und in der Liste fehlt noch, oder ich sage auch einfach, welche ich schon habe. Hier steht einmal die Bücherdiebin. Habe ich gelesen. Vergissmeinnicht von Kerstin Dier habe ich auch gelesen. Wir Verlorenen von Jana Theissen habe ich auch schon gelesen. Dann von Louisa May Alcott, Betty und ihre Schwestern. Das habe ich noch nicht gelesen. Das wollte ich auch eher im Winter lesen, weil meine Mama auch meinte, dass es eher ein Buch für den Winter ist. Und der Winter ja auch irgendwie so gemütlich ist und deshalb hatte ich mir das für den Winter aufgespart. Und jetzt hoffe ich, dass ich es noch schaffe, das jetzt auch wirklich zu lesen. In dem Teil oder in dem Buch sind die beiden Teile drin. Also Little Woman und Good Wives. Für alle, die nicht wissen, worum es geht, lese ich einmal kurz den Klappentext vor. Neuengland in den 1860er Jahren. Die Schwestern Meg, Joe, Betty und Amy halten eng zusammen, denn ihr Vater ist als Pastor im amerikanischen Bürgerkrieg und finanziell ist die Familie nicht auf Rosen gebettet. Die vier so ganz verschiedenen Mädchen durchleben ihre Jugend mit allem, was sie ihnen bietet und zumutet. Nachbarjungs und Moralapostel, Theatergänge und Sonntagsschule, Glück und Leid. Betty und ihre Schwestern erzählt von den verschlungenen Wegen zum Erwachsenwerden. Das ist ja ein amerikanischer Kinderbuchklassiker. Und ich bin sehr gespannt darauf, das zu lesen und freue mich da schon sehr drauf, weil ich das auch schon immer mal lesen wollte. Ich habe nur schon von einer Freundin gehört, dass die Bücher aus diesem, ja, Verlag oder von dieser Reihe ein bisschen schwierig zu lesen sind, weil da keine Anführungszeichen sind. Also in Gesprächen wird das, was gesagt wird, nicht mit Anführungszeichen markiert. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, das ist irgendwie schon auch störend beim Lesen vielleicht. Also ich stelle mir das irgendwie anstrengend vor. Vielleicht gewöhnt man sich dran, ich hoffe es. Aber auf die Geschichte bin ich trotzdem sehr gespannt. Und deshalb möchte ich es unbedingt noch jetzt im November oder dann im Dezember lesen. Dann machen wir weiter. Mr. Panassos Heim für magisch Begabte habe ich auch schon gelesen. Regenglanz von Anja Omar habe ich auch gelesen. Tribut von Panem habe ich den ersten Teil gelesen, den zweiten angefangen. Aber ich habe gedacht, weil es ja nur... Erst dachte ich eigentlich, ja, zählt es erst als gelesen, wenn ich die ganze Reihe gelesen habe. Aber eigentlich ist das ja Quatsch, weil ich mir 22 Bücher ausgesucht habe. Und das wären dann ja eigentlich zwei zu viel, wenn ich alle drei Teile nehme. Deshalb habe ich das sozusagen auch abgehakt. Dann Wolkenschloss von Kerstin Gier habe ich auch gelesen. Dann Elsas Suche. Das ist ja so eine von Disney so ein Buch. So eine alternative Geschichte von Anna und Elsa von der Eiskönigin. Das habe ich angefangen, beziehungsweise meine Schwester und ich haben angefangen, das zusammenzulesen. Und mal schauen, ob wir noch weiterkommen, weil irgendwie, ich glaube, wenn ich es alleine lesen würde, dann hätte ich es schon aufgehört, weil ich es irgendwie zwischendurch auch ein bisschen seltsam finde. Aber zu zweit ist es dann halt irgendwie netter, weil man sich dann auch gemeinsam drüber lustig machen kann, wenn manche Stellen irgendwie so sehr absurd sind. Aber irgendwie, ja, glaube ich, oder ich weiß, dass mein Terminkalender bis Ende des Jahres sehr, sehr voll ist und deshalb befürchte ich, dass wir es nicht schaffen, das Buch noch zu Ende zu lesen. Aber ich hoffe zumindest, dass es noch ein paar Abende gibt, wo wir beide zu Hause sind und wo wir dann ein bisschen weiterlesen können, weil ich das auch eigentlich sehr schön finde, wenn man so zusammen ein Buch liest. Dann
Von Lucinda Riley, die Sturmschwester, habe ich auch schon gelesen. Von Lea Diamandis, Eine Klinge in der Asche, habe ich gelesen. Die Frequenz des Todes habe ich gelesen. Dann fehlt noch Pooh baut ein Haus. Das habe ich, glaube ich, mittlerweile schon, war es letztes Jahr zum Geburtstag bekommen, weil ich Winnie Pooh total gerne mag. Ich weiß gar nicht. Ich habe auch eigentlich irgendwo einen in meinem Bett liegen. Eine Wärmflasche. Also hier ist so eine kleine Wärmflasche drin. Deshalb freue ich mich, dass ich dieses Buch habe. Und es ist auch ja total schön gestaltet, weil das auch mit so Illustrationen ist. Und das möchte ich eigentlich auch unbedingt noch in diesem Jahr lesen. Und eigentlich, ich glaube, ich nehme mir vor, da immer mal so ein bisschen abends vorm Einschlafen drin zu lesen, weil ich glaube, das ist irgendwie so, ja, ganz schön, um auf schöne Gedanken zu kommen. Und ja, vielleicht hilft es dann auch irgendwie beim Einschlafen. Ich werde das mal ausprobieren. Und dann weiter geht's. Nach dem Sommer von Maggie Stiefvater habe ich auch gelesen. Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs habe ich im letzten Monat beendet. Dann Echo Boy von Matt Haig habe ich auch gelesen. Dann fehlt noch Das Schneemädchen. Dieses Buch, das habe ich mir auch extra für den Winter aufbewahrt, weil es halt einfach im Schnee spielt und ja auch Das Schneemädchen heißt. Und hier sind auch so Schneeflocken und es passt halt dann einfach auch besser in den Winter. Und auf das Buch bin ich auch sehr gespannt. Mabel und Jack sind kinderlos geblieben. In dem Wunsch, neu anzufangen, ziehen sie als Siedler nach Alaska. Doch das harte Leben in der Wildnis setzt ihnen zu. Mit dem ersten Schneefall überkommt die beiden ein verloren geglaubter Übermut und sie bauen zusammen ein Kind aus Schnee. Tags darauf entdecken sie zum ersten Mal das feenhafte blonde Mädchen zwischen den Bäumen am Waldrand. Ich finde, das klingt total interessant und ich bin sehr gespannt auf das Buch, weil ich da auch mal, also ich habe in irgendeinem BookTube-Video davon gehört und die Person war sehr begeistert von dem Buch und dadurch ist es auch erst auf meine Wunschliste gekommen. Und ja, ich mag Schnee ja generell sehr gerne und deshalb bin ich sehr gespannt auf dieses Buch und hoffe auch, dass ich das schaffe, in diesem Jahr dann noch zu lesen. Dann, ein paar sind noch übrig. Was man von hier aus sehen kann, von Mariana Leki, habe ich auch im letzten Monat gelesen. Dann das letzte Buch, das noch fehlt, Gullivers Reisen. Ich hoffe, dass ich es schaffe, das noch in diesem Jahr zu beenden. Es war irgendwie ein Kampf. Also ich wollte so ein klassischeres Buch in diesem Jahr auch lesen und habe mich dann ja für dieses hier entschieden. Aber irgendwie, ich habe das dann mal angefangen und dann lange pausiert und dann irgendwann wieder weitergelesen und dann wieder pausiert, weil ich es irgendwie so ein bisschen anstrengend finde, das zu lesen und das Gefühl habe, ich brauche da wirklich viel Konzentration für, um auch irgendwie so, ja, diese ältere Sprache und diese Handlungen dann irgendwie wirklich aufzunehmen und in die Geschichte eintauchen zu können. Und jetzt bin ich aber schon auf Seite 354 von ungefähr 440. Das heißt, ich nähere mich dem Ende und es könnte noch klappen, dass ich das Buch dieses Jahr beende. Und der Vollständigkeit halber noch die Bücher, die auch noch auf meiner Liste standen und die ich schon gelesen habe. Die Reise mit Paula von Yalom, das habe ich auch schon gelesen. Dann von Matt Haig noch ein zweites Buch, und zwar Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben. Und Nimmerlands Fluch, das war auch so eine Märchenadaption. Genau, das waren die 22 Bücher, die ich mir für 2022 vorgenommen hatte. Und jetzt sind noch 5 Bücher übrig. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, die noch jetzt im November und Dezember zu lesen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch ein Buch habt oder mehrere Bücher, die ihr unbedingt noch in diesem Jahr lesen oder beenden wollt. Das finde ich immer sehr interessant. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!